Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Wolfgang. Mike Quinsey, 16. Februar 2018, übersetzt von Martin Gadeau. Die Dinge, in die ihr in Verbindung damit, das neue Zeitalter herbeizuführen, involviert seid, bewegen sich auf der Erde zwar sehr langsam voran, doch das Gesamtergebnis ist, dass ihr den Wandel bewirkt. Das Denken der Menschen neigt jetzt stärker dahin, nach einem friedlichen Weg zu suchen, da sie der ständigen Bedrohung durch Kriege und Konfrontationen müde geworden sind. Kaum habt ihr ein Problem gemeistert, da taucht schon wieder ein nächstes auf, und das ist zum Teil ein Vermächtnis einstiger Aktionen der Dunkelkräfte. Deren Fallen sind immer noch aktiv, was jedoch mit der Zeit weniger wird und nur noch fragmentarisch auftaucht. Sie haben selbstverständlich nicht mehr die Befehlsgewalt wie einst, verfügen aber immer noch über Untergrundbasen, die noch sehr aktiv sind. Sie wollen noch so lange weitermachen, bis ihre Geldreserven aufgebraucht sind, denn Krieg kann ein sehr teures Unterfangen sein. So verzweifelt also nicht. Die Zukunft ist voraussagbar und wird sich mit den Veränderungen etablieren, die nur darauf warten, in die Tat umgesetzt zu werden. Es gibt kein Zurück zu jenen Gepflogenheiten, wie die Dinge vor dem Jahr 2012 lagen, denn ihr macht bereits Fortschritte innerhalb der neuen Schwingungen, die die Menschheit erhöhen. Die Zukunft ist golden, und da spielt es keine Rolle mehr, auf welcher Seite des Schleiers ihr euch befindet. Die gesamte Galaxis ist in Bewegung, hinein in eine andere Ära im Weltraum, die für euch neu sein wird. Sie wird höchst willkommen sein und euch in die Lage versetzen, ein sehr zufriedenstellendes Leben zu führen, jenseits von allem, was ihr euch bisher vielleicht vorgestellt habt. Auch wenn ihr die Größenordnung dessen, was da geschieht, wenn die Zukunft sich entfaltet, noch nicht begreifen könnt, werdet ihr dennoch erstaunt und entzückt sein über den Weg, der da für euch bereitet wurde. Innerhalb relativ kurzer Zeit wird das Leben im Vergleich zu jetzt nicht mehr wiederzuerkennen sein, und ihr werdet mehr als zufrieden sein mit dem Grad der Erhöhung, den ihr erleben werdet. Einige Seelen werden sich zwar noch an das klammern, was sie gewohnt waren, und dem Wandel sehr zögerlich gegenüberstehen, aber das ist zu akzeptieren, denn ihr lebt auf einem Planeten des freien Willens. Seid versichert, auch wenn da eine Zukunft für euch geplant wurde, liegt es doch in euren Händen, wie ihr da hingelangt. Je schneller ihr eure Eigenschwingung erhöht, desto schneller werdet ihr euch auch aus den niederen Schwingungsebenen und aus allem, was diese mit sich bringen, erheben können. Ihr tragt wesentlich mehr Verantwortung für die Art und Weise, wie die Dinge sich entfalten, als euch klar ist. So ist jeder Einzelne aufgefordert, auf das Licht fokussiert zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen von Dingen, die um euch herum vor sich gehen. In der Tat hat eure Anwesenheit einen wesentlich höheren Wert, als ihr euch wohl vorstellt. Und wenn sich genügend Leute von euch zusammenfinden, steigert sich eure Macht in wesentlich höherem Maße. So habt nie das Gefühl, dass euer Beitrag zu geringfügig oder unzureichend sei, denn ihr habt wesentlich mehr Macht, als ihr denkt. Mit der Zeit
werdet ihr feststellen, dass ihr in wesentlich stärkerem Maße fähig seid, mit dem Licht arbeiten zu können. Ihr könnt diese Macht in universeller Weise anwenden, aber auch für einzelne Menschen, denen ihr Heilung zukommen lassen möchtet. Ihr müsst nur einen ruhigen Ort finden, wo ihr euch entspannen könnt und meditierend bereit macht, heilende Energien auszusenden. Das geschieht praktisch automatisch, wenn ihr euch in einer liebevollen und friedvollen Situation wiederfindet, in der ihr derartige Empfindungen mit anderen Seelen teilen könnt. Da dient das klassische Beispiel jener Mutter, die ihr Kind beruhigt, wenn es aufgeregt ist, indem sie ihm ihre Liebe zeigt. Worte haben Macht. Und je eher ihr euch negativer Kommentare enthaltet, desto rascher werdet ihr in eurer Evolution weiterkommen. Seid auch vorsichtig mit dem, was ihr einer anderen Seele wünscht, denn es hat die Eigenschaft, zu euch zurückzukehren. Es mag hart sein, ganz plötzlich eure Denkweise zu ändern, wenn ihr den Worten, die ihr aussprecht, Energie gebt. Aber schon sich dessen bewusst zu sein, ist ein Schritt vorwärts auf dem Weg der Veränderungen, die vollzogen werden müssen. Die Erde ist der einzige Planet des freien Willens in dieser Galaxis. Und das muss bei euch die Frage aufkommen lassen, wie und warum ihr in einer Situation leben könnt, in der ihr diesen freien Willen nicht habt. Betrachtet es so: Ihr befindet euch auf dem Pfad der Evolution und in dem Stadium, in dem ihr dabei zurzeit seid, ermöglicht ihr euch die Ausübung eures freien Willens in der Weise, dass dieser euch zeigt, wie ihr eure Eigenschwingung erhöhen könnt. Wenn ihr den Punkt erreicht, an dem euer Ego in den Hintergrund treten muss, anstatt auf Selbstbehauptung zu beharren, werdet ihr anfangen, euch als Teil des Ganzen zu sehen, statt als Individuum. Und wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, werdet ihr eins mit Gott. Ja, mit eurem Gott selbst. Indem ihr Liebe für alle Seelen zum Ausdruck bringt, ohne Ausnahme, lebt ihr ein dementsprechendes Leben und habt keine Notwendigkeit, kein Bedürfnis mehr, Macht auszuüben, um euch als Individuum zu behaupten. Ihr verliert deshalb ja nicht eure Individualität als solche, sondern entwickelt euch weiter und erreicht eine höhere Seinsebene und werdet schließlich zu galaktischen Wesen. Alles, was ihr benötigt, wird anhand der Macht eurer Gedanken euer sein und ihr werdet einem neuen Pfad folgen, wie eure plejadischen Vorfahren es bereits getan haben und von euch nun an darauf ausrichten, in die höheren Schwingungsebenen zurückkehren zu können, die ihr entschlossen verlassen hattet, um euren eigenen Weg heraus aus den niederen Schwingungen zu finden. Und nachdem ihr wesentliche Fortschritte gemacht hattet, als ihr die 2012-Marke geschafft hattet, hat sich die Situation geändert. Hilfe wird euch zur Verfügung stehen, wann und wie es notwendig ist. So ruft eure Geistführer und auch eure galaktischen Freunde an. Wenn es notwendig ist, dann wird Hilfe zur Hand sein. Vor dem Beginn dieses neuen Zyklus wurdet ihr in den niederen Schwingungen festgehalten und Hilfe wurde euch im Rahmen eurer Verständnisfähigkeit zuteil. Nun jedoch habt ihr angefangen, eure Eigenschwingung zu erhöhen und werdet dies auch weiterhin tun. Das ermöglicht euch, den Fortschritt fähig zu sein, eure Evolution zu beschleunigen. Und damit wird zugleich auch noch mehr Hilfe von außen möglich.
In der Tat wird euch davon mehr als bisher zuteil, weil eure Verständnisfähigkeit sich entsprechend erhöht hat. Diejenigen unter euch, die bereit sind, höhere Weisheit zu empfangen, müssen nicht mehr zurückgehalten werden, sondern ihnen wird jede Chance gegeben, sich wesentlich rascher weiterzuentwickeln als bisher. Es ist höchst wichtig, dass ihr einen offenen Geist bewahrt und neue Informationen akzeptiert, die etwas anders gestaltet sein mögen als das, was ihr bisher als Wahrheit zu begreifen fähig wart. Macht euch klar, dass euer derzeitiger Bewusstseinsstand der Maßstab ist für das, was euch als Information neu vermittelt werden kann. Es gibt eindeutig einen richtigen Zeitpunkt dafür, euch weitere Informationen zukommen zu lassen, aber auch zu vermeiden, euch mit zu vielen Informationen auf einmal zu überladen. Ihr habt weiterhin euren freien Willen, aber lasst bitte die alten Lehren hinter euch, denn sie haben ihren Zweck erfüllt, indem sie euch jene Erfahrungen ermöglicht haben, die ihr benötigtet, um euch aus der niederen Dimension herausentwickeln zu können. Der harten Arbeit, die ihr darauf verwendet habt, folgt nun ein einfacher Zyklus, in dem einzig und allein das Licht existieren wird. Dann wird es vorbei sein mit den niedrig schwingenden Energien und allem, was damit zusammenhängt. Stattdessen habt ihr eine glorreiche Zukunft vor euch und werdet zu Meistern eurer eigenen Energien und nutzt diese für alle eure Bedürfnisse. Ihr dürft es euch hoch anrechnen, dass ihr es geschafft habt, euch aus den niederen Schwingungsebenen zu erheben, und ihr werdet nicht mehr dahin zurückkehren müssen. Lasst Vorsicht walten bei den Gedanken, die ihr aussendet, indem ihr sicherstellt, dass sie dem Licht zuzuordnen sind. Denkt groß, wenn ihr euren höheren Pfad anlegt, und wisst, dass es im Laufe der Zeit nichts mehr geben wird, was über eure schöpferischen Fähigkeiten hinausginge. In der gegenwärtigen Zeit ist es weise, euch auf eure positiven Visionen zu fokussieren, denn die Menschheit wird kollektiv ihre Wünsche projizieren hinsichtlich dessen, was dies für euch verspricht. Ich hinterlasse euch nun wieder meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst. In Liebe und Licht, Mike Quinsey.